Hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Pyramid of Death. Yay! In den letzten Folgen haben wir uns um die Level gekümmert und ja, heute testen wir diese Level aus, ob alles funktioniert, was ist, wie es soll. Und ja. Das heißt, wir beachten hier die ganzen Schilder. Und stellen uns hier jetzt einfach mal drauf, würde ich sagen. Ich meine, ich mache es jetzt im Creative. Das wird später natürlich nicht der Fall sein. Später, wenn ihr die Map downloadet und auch andere, dann ist die nicht im Game Mode 1 spielbar. Also, let's go! Stopp, das funktioniert. Das ist schon mal gut. Die Level müssten relativ easy sein. Ich versuche hier auch nicht zu fliegen. Zack. Später, was ist hier später? Wenn man da drauf steigt auf diese Level Go Plattform. Wird es so sein, dass man später einen Sättigungseffekt kriegt, weil umso öfter man springt und rennt, umso öfter kann man dann eben das nicht mehr machen. Und aus genau diesem Grund brauchen wir später noch so einen Sättigungseffekt. Den werden wir vielleicht, wenn die Zeit der Folge noch nicht vorbei ist, in die Folge mit einbauen. Ansonsten werde ich das offscreen machen. Das funktioniert so wie mit den Checkpoints, nur eben, dass man nicht einen Checkpoint draus macht, sondern eben einen bestimmten Effekt erhält, sobald man jene Level Go Plattformen erreicht, also die Smaragdlücke. Aha. Gute Frage. Dann lasse ich trotzdem mal hier lang. Hä? Will ich mich jetzt für doof verkaufen? Okay. Ich meine, die Level sind relativ einfach, das sollen sie ja auch sein. Das ist ja extra von mir so beabsichtigt, dass sie einfach sind, aber nicht zu schwer. Ich wollte es auch nicht so einfach haben eigentlich. So, schauen wir mal. Okay. Aha. Ein bisschen dunkel hier, aber nee, ich glaube, das geht schon. Ich habe diese Markierungen extra hier angebracht, damit man eben weiß, wo man langlatschen muss. Zumindest ab und zu muss man doch wissen, wo man lang laufen soll. Ansonsten wäre es ja doof. Ihr wollt ja auch kein Labyrinth spielen, in dem ihr nicht wisst, wo es keine Tipps gibt, zum Beispiel. Deshalb habe ich das ja gemacht. Ah ja. Ist auch relativ einfach. Sollte es auch sein. So. Und schlipp. Das funktioniert so, wie es soll. Nur ob ich das so durchlasse, ich weiß noch nicht. Das schaue ich dann später. Hier, was steht hier Schönes? Kann platziert werden auf Dias. Okay, dann platzieren wir das mal auf Dias. Ja gut, später im Survival wird das natürlich nicht mehr der Fall sein, dass man das hier jetzt auf Eisen platzieren kann. Denn man wird
im Adventure-Modus sein. Und der wird normalerweise eigentlich gelöscht. So. Sättigung. Wieso habe ich jetzt Sättigung? Egal. Habe ich wohl schon eingebaut. Als nächstes kommt der Bossfight. Endlevel. So. Creative natürlich einfach. Die Tür ist noch verschlossen. Und dann gehe ich mal ganz fix in einen anderen Modus. Game Mode Adventure. Es funktioniert, wie es soll. Perfekt. So wollte ich das haben. Ganz genau so wollte ich es haben. So. Das ist gut und man hat auch keine Effekte mehr. Perfekt. Das Ganze funktioniert, wie es soll. Rüstung braucht man jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Ja. Doch, doch. Ah, dann habe ich Sättigung schon wohl schon eingebaut. Jetzt muss ich allerdings was testen. Und zwar folgendes. Wenn ich jetzt, wo ist mein letzter Checkpoint? Ich weiß es nicht und ist mir eigentlich auch relativ Rille. Ich setze meinen Checkpoint jetzt nämlich hier hin. So. Slash. Kill. Mich. So, ich töte mich jetzt einmal, um den Checkpoint gerecht zu werden. Denn wenn man stirbt, hat man keine Effekte mehr. Allerdings muss ich jetzt was testen. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich keinen Effekt mehr, keine Sättigung. Okay. Dann bekomme ich Sättigung, wenn ich auf dem Eisenblock da stehe, wahrscheinlich. Würde ich jetzt behaupten. Habe ich recht? Immer wenn ich da stehe, wie gesagt, habe ich das dann. Gut. Das heißt, die Map ist im Großen und Ganzen fertig. Und auch im nicht großen und Ganzen. Also sie ist komplett fertig. Wenn diese Folge rauskommt, gibt es diese Map schon zum Download. Und ja, viel Spaß mit der Map. Und ich sag, ciao, Leute.